Theresa ist ein ganz normales Mädchen. Aber sie hat eine zum Leben erwachte Kasperlpuppe. Mit ihr hatte sie neulich ein sehr interessantes Gespräch über Vorurteile. Wir Kinder haben es im Leben ganz schön schwer. Da kann so ein Kasper wie du gar nicht mitreden. Wir Kaspers haben es auch nicht leicht. Ach ja, vor allen Dingen, was habt ihr denn schon auszuhalten? Na, zum Beispiel so blöde Sprüche wie Kleinkinderkacke oder du bist ja bloß eine blöde Puppe, mit der rede ich nicht. Wir Kasper werden diskriminiert und es gibt jede Menge Vorurteile über uns. Das ist ja eine Macke. Vorurteile? So ein Quatsch. Kasper ist Kasper. So, und wie bitteschön hat ein Kasper zu sein? Naja, lustig eben, nicht ernst zu nehmen, ständig Blödsinn im Kopf. Ach, und das sind keine Vorurteile? Nö, Erfahrungswerte. Du und Erfahrungswerte kannst du noch nicht haben. Dazu bist du viel zu jung. Jetzt fang so an. Ich bin nicht zu jung. Ich kann sehr wohl mitreden. Können Kinder eben nicht. Zu dumm. Einfach zu dumm und zu jung. Kinder können mehr als die meisten glauben. Sie sind nicht dumm. Und für die meisten Sachen sind sie auch nicht zu jung. Das sind Vorurteile. Nee, nee. Das sind Erfahrungswerte. Erfahrungswerte. So ein Quatsch. Hast du eben selber gesagt. Stimmt. Na gut, du blöde Puppe. Hast gewonnen. Siehste, mich kann man doch ernst nehmen. Hab nicht nur Blödsinn im Kopf. Du hast ja recht. Du hast immer recht. Das wäre zwar nett. Wäre aber auch nur ein Vorurteil. Jetzt fängst du an zu nerven. Allerdings, die Sache mit den Vorurteilen habe ich jetzt doch ein bisschen besser verstanden, glaube ich. Zumindest meine Freundin Fatma verstehe ich jetzt besser. Wieso? Ach, die ist manchmal ganz schön sauer. Wieso? Naja, wie die Leute so drauf sind, wegen ihrer Hautfarbe und so. Wieso? Wieso? Die ist dunkelhäutig. Wieso? Sag mal, willst du mich verarschen? Jetzt lässt du mal wieder den Kasper raushängen, was? Meine Freundin, die kommt aus Afrika, Mensch. Da sollte es wohl öfter vorkommen, dass jemand dunkelhäutig ist. Jedenfalls, meine Freundin, die hier wohnt als Schwarze unter Weißen, die erzählt öfter mal was von Vorurteilen. Die kleine Fatma aus Afrika merkt langsam, dass etwas nicht stimmt. Also ich habe erst gar nicht gemerkt, dass ich anders bin als die meisten. Erst im Kindergarten ist mir das aufgefallen. Hinter mir haben sich zwei Mütter über mich unterhalten. Na, ist diese Liebe. Ja, lieb sind sie ja schon. Naja, wenn sie noch so klar sind. Dann sind sie wirklich so lieb. Aber wenn sie dann älter werden. Dann haben sie nichts wie Schwierigkeiten. Es geht schon in der Schule los. Da werden sie bloß gecancelt. Kinder können noch so grausam sein. Und später erst im Beruf. Ich meine, wer will denn sowas? Ja, genau. Ich habe mir einen schwarzen Doktor im Krankenhaus gehabt. Die sollen ja übers Kinder, gell? Aber nein. Wie mich der dann untersucht hat. Also ehrlich. Oh, da denke ich mir einfach immer, hoffentlich färbt das nicht ab. Naja, aber in dem Alter sind sie doch einfach nur lieb. Ja, die schwarzen kleinen Eigerl und die lieben Locken, einfach nur putzig. Schade, dass sie älter werden. So geht es in Fatmas Leben weiter. Auch als sie größer wird, hört er es mit den Vorurteilen nicht auf. Hallo, ich bin hier die Trainerin. Und du, wer bist du? Ich bin Fatma und will hier Fußball spielen. Na, dann haben wir ja jetzt eine richtige schwarze Perle. Du bist bestimmt eine gute Fußballspielerin. Seid ihr alle gute Sportler? Ja, ich weiß nicht. Klar, die Schwarzen, das sind die besten Sportler der Welt. Denk nur an Usain Bolt und so. Und Alaba, das ist ein klasse Fußballer, auch ein Schwarzer. Du bist bestimmt Star der Mannschaft hier. Bin ich aber nicht geworden. Schnell genug war ich nicht und die Trainerin meinte, ich wäre eine lahme Ente und hätte kein Ballgefühl. Da gibt es so viele gute schwarze Sportler. Und was passiert mir? Ich krieg so eine Flasche wie die da in die Mannschaft rein. Na, die war aber schneller wieder draußen, als sie denken konnte. Schwarze Perle, so ein Reinfall. Die Episode auf dem Sportplatz bleibt in Fatmas Leben kein Einzelfall. Immer wieder bekommt sie zu spüren, dass sie anders ist. Man hat es eben nicht leicht, wenn man ein bisschen anders aussieht als die meisten. Und auch die nicht gemeinten dummen Sprüche nerven auf Dauer. Was meinen Sie, wie oft ich solche Sachen höre? Oh, du bist wohl in den falschen Farbtopf gefallen. Wie niedlich, ein Schokogrossi. Na Kleine, von dir hätte ich gerne einen Negerkuss. Huch, du bist ja ganz braun. Du hast wohl zu viele Nutella-Brote gegessen. Wow, black is beautiful. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel, nicht Fatma? Du Hunger? Du Ham-Ham? Oh, du Schwarz! Ich weiß, aber du auch. Jedes Kind hat das Recht auf Gleichheit.
unabhängig von Religion, Herkommen und Geschlecht.